Die Schneelage geht weiter, nur anders als bisher. So, was passiert? Am Sonntag fällt noch erst einmal Schnee, hier im Westen und im Norden. Da haben wir 5 bis 10 cm Schnee und der Wind, der nimmt ab. Also diese Schneeverwehungen nehmen ab, der scharfe Ostwind nimmt ab. Dafür sehen wir plötzlich sehr viel Schneefall hier im Raum Thüringen. Und da sehen wir tatsächlich einen neuen Schwerpunkt, denn Tristan löst sich nicht so schnell auf, wie ursprünglich gedacht. Im Gegenteil, weiter südlich, also hier in der Mitte Deutschlands, verstärkt sich nochmal der Schneefall. Also von Kassel über Marburg bis nach Plauen und Hof gibt es sehr viel Schneefall in der Nacht zum Montag. Das ist Montagvormittag und da sehen wir auf einmal Schneemengen von 20, 30 oder 40 Zentimeter Schnee. Das heißt, wir haben hier einen neuen Schneeschwerpunkt, der sich hier herausbildet, eine neue Schneebombe, die wir hier befürchten müssen in der Mitte Deutschlands. Wie gesagt, der Schneefall geht weiter, auch am Montag und übrigens auch im Westen Deutschlands, denn da schneit es weiter. Tristan löst sich nicht so schnell auf, wie ursprünglich gedacht. Es ist nicht am Montagvormittag vorbei, sondern wahrscheinlich hält der Schneefall sogar bis Dienstag an, vielleicht sogar bis Dienstagabend. Wir haben auf jeden Fall neue massive Schneefälle hier in der Mitte Deutschlands zu befürchten, vielleicht sogar bis nach Franken, vielleicht sogar bis in die Oberpfalz. Also die Schneelage geht weiter. Die arktische Luft hat uns fest im Griff. Der Winter hat uns fest im Griff. Es bleibt kalt, es bleibt winterlich und der Schnee bleibt auch liegen. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf weather.com.